Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Zum Smile Builder gibt es jetzt ein Deutsch-Patch. Woher ich das weiß? Ganz einfach, weil ich ihn erstellt habe. Im Livestream und auch in Offstream habe ich daran rumgebastelt. Über 4000 Zeilen habe ich übersetzt. Und wie genau man den installiert und wie das danach aussieht, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ich habe den Deutschpatch auf itch.io zur Verfügung gestellt. Dort könnt ihr ihn kostenlos runterladen und den Smile Builder in Deutsch übersetzen lassen. Hier schon mal ein Screenshot, wie das dann später aussieht. Zuerst laden wir den Deutschpatch einmal runter. Das geht auch ganz schnell, das sind bloß 65 Kilobits. Wir öffnen die ZIP-Datei. Und diese Datei deutsch.tsv muss in den Smile Game Builder Ordner. Dazu öffnen wir einmal Steam. Klicken Rechtsklick auf Verwalten und lokale Dateien durchsuchen. Hier ist dann der Language Ordner. Hier kommt die Deutsch-Datei rein. Die müsst ihr einfach nur einmal kopieren. Und dann war es das auch schon. Wir öffnen jetzt einmal den Smile Builder. Und stellen den auf Deutsch um. Ich zeige euch ganz kurz, wie das funktioniert. Dann geht ihr hier auf Configuration und wählt hier einfach das deutsche Sprachpaket aus und klickt auf OK. Schließt das nochmal und startet den Smile Builder noch einmal neu. Und jetzt sehen wir auch schon, es ist alles auf Deutsch. Wir öffnen mal ein Projekt. Und die deutsche Übersetzung ist hier geladen. Spieldateien speichern unter, Assets hinzufügen, Spieldaten bearbeiten. Es ist alles komplett auf Deutsch. Alles, was ich übersetzen konnte, ist hier komplett auf Deutsch. Die Dinge, die man selbst ausfüllen kann, natürlich nicht. Die müsst ihr ja selbst ändern. Aber hier links stehen die deutschen Begriffe. Was ich nicht umändern konnte, war dieser Bereich hier. Wenn man hier jetzt auf Events zum Beispiel geht, dann ist das immer noch auf Englisch. Ist in der Sprachdatei nicht vorhanden. Ich weiß nicht wieso, aber so ist es halt. Aber ich glaube, das macht jetzt nicht arg viel aus. Wenn wir hier mal auf Events gehen, dann sehen wir auch Grafik ändern, mit dem Spieler kollidieren und so weiter. Es ist alles auf Deutsch verfügbar. Jede einzelne Zeile habe ich auch übersetzt. Und ich denke, die Leute, die ein bisschen Probleme mit Englisch haben, können jetzt den Smile Builder auch benutzen und ihr Game machen. Ich habe auch darauf geachtet, dass zum Beispiel Events nicht übersetzt ist, weil Events sind halt eben Events. Da brauche ich jetzt nicht Ereignis oder sonst irgendwie was zu übersetzen. Ich glaube, das würde zu stark irritieren. Deswegen heißen Events einfach nur Events. Wenn man hier mal schaut, Event-Orientierung. Ja, es ist so ein, zwei Wörter, die muss man nicht übersetzen. Einfach nur, um euch da nicht zu verwirren. So, was ist ein Ereignis? Einfach nur ein Event. Ja, das war das ganz kurze Tutorial für heute. Ich habe nicht mehr vorbereitet, außer das da. Wir sehen uns nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Deutschpatch. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ja, gebt mir gerne auch mal Tutorial-Vorschläge, was ich mit dem Smile Builder machen kann. Dann kann ich das auch umsetzen. Gerne in die Kommentare rein. Gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Das sage ich doch viel zu selten, oder? Das sage ich nie in einem Video. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr vom Smile Builder oder auch von anderen Engines sehen möchtet. Bis dahin, tschüssikowski.